Heute gibt es ein besonderes Highlight in unserer CEO-Filmreihe. Wir sind in Jena, Technologiestadt in Thüringen, die so häufig von sich reden macht, im positiven Sinne, mit ganz tollen Ergebnissen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Technologiestädte in Thüringen, die es auch wert sind, genannt zu werden. Und wir sind am Rande dieser Stadt zu Gast bei Olaf Luschnigg. Das ist ein gestandener, wenn ich so sagen darf, Pionier der Energiewende hier in Thüringen und darüber hinaus. Er ist Geschäftsführer der Bio-Wasserstoff-Umwelt GmbH, zugleich Mitglied des Aufsichtsrates des Bioenergieverbund. Weitere Ämter und Funktionen will ich jetzt gar nicht weiter benennen, aber diese Firmen sind hier an diesem Standort ansässig und wir haben Gelegenheit, ein wenig Einblick durch Olaf Luschnigg hier in das Forschen und das Wirken in Sachen Energiewende, alternativer Energieerzeugungen und Nachhaltigkeit zu bekommen. Ich freue mich sehr, lieber Olaf, dass wir hier sein können. Das Du ist auch neu in dieser Reihe. Wir kennen uns schon seit längerem und es ist sicher authentischer, wenn wir so miteinander auch reden. Also nochmals herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen und alle Gastfreundschaft hier genießen. Großes Thema insbesondere ist der Biowasserstoff. Man kann es auch hier sehen im Hintergrund. Hierzu wollen wir einfach auch von unserem heutigen Gast hören, was hat es mit der Biowasserstofffabrik auf sich, was steckt dahinter? Angefangen hat es 2006. Ich habe eine Forschergruppe in Jena kennengelernt, die übrigens in der Garage gearbeitet haben und mir ganz stolz erzählt haben, dass sie in der Lage sind, aus Zucker, zuckerhaltigen Abfällen Wasserstoff herzustellen. Ich sage, Mensch, das ist eine tolle Idee. Ich hatte gerade ein Projekt im Abschluss und habe mich der Forschergruppe angenommen. Und das war auch ein sehr großer Glücksumstand, dass auch die Bundesregierung gerade zu dem Zeit die erste nationale Wasserstoffstrategie ins Leben gerufen hat. Und so haben wir uns in dieses Thema gestürzt mit wirklich sehr, sehr viel Enthusiasmus. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Das war einfach begeisternd. Wir haben es dann geschafft, in einer kleinen Flasche Gas zu produzieren. Und da wir noch nicht die technischen Geräte und auch nicht das Geld für teure Messtechnik hatten, hatten wir dann einen großen Gasbeutel. Ja, und was machen wir damit? Damit sind wir dann in die Friedrich-Schiller-Universität gefahren, haben den Beutel dorthin gelegt und der Mitarbeiter guckt uns ganz groß an, sagt er, was habt ihr denn hier angeschleppt? Ja, damit seid ihr wohl noch Auto gefahren. Ich sage, ja, wir sind damit Auto gefahren. Da sind 60% Wasserstoff drin. Und das waren unsere ersten Versuche. Und insgesamt haben wir jetzt 20,6 Millionen Euro in diese Projekte gesteckt. Es sind Forscher aus ganz Deutschland, die hier in diesen Projekten involviert sind. Mal sind wir als Institut oder als Unternehmen in den Projekten von der TU Dresden oder auch von dem Leibniz-Institut in Potsdam, um nur einige zu nennen. Und so haben wir eigentlich Stück für Stück über sehr viele Fehlwege, wo wir immer wieder gedacht haben, jetzt sind wir schon dem Ziel sehr nah. Und dann haben wir gesagt, es ist leider nicht wirtschaftlich. Bitte, ich will nicht die ganze Zeit jetzt durchreden. Da sind so viele Stichworte schon dabei. Ich muss an dieser Stelle aber doch noch mal auf diesen kleinen Ring auch verweisen. Der ist auf Grasbasis in seiner Festigkeit, dennoch in seiner Festigkeit geschaffen. Was es damit an sich hat, werden wir am Ende des Films auflösen. So viel an dieser Stelle. Die verschiedenen Punkte, die genannt werden, kann man natürlich auch hier hinsichtlich der Flaschen sehen, was in diesem Prozess aus Biomasse ausgekoppelt alles entsteht. Dass das eine Einzigartigkeit ist, darf ich vielleicht noch mal unterstreichen, das findet nicht so seinesgleichen in Deutschland. Also das hat schon ein Alleinstellungsmerkmal und manche Dinge, das ist so üblich, das hat man auch bei anderen Rezepturen, wenn ich mal so sagen darf, die sind eben erstmal geheim, die gibt man nicht preis. Ja. Kann man dennoch ein bisschen mehr über das Prinzip der Biowasserstoffgewinnung erfahren? Immerhin wollen wir ja Partner gewinnen, wir wollen also Mitmacher haben und wir wollen auch Finanzinvestoren vielleicht gewinnen, die sagen,
das ist eine tolle Idee, da kommt was Tolles heraus, das finanziere ich mit. Was ist dahinter noch vielleicht? Du hast es vielleicht gerade schön gesagt. Eine gute Hausfrau kann Leberwurst herstellen. Eine richtig gute Leberwurst, die so schmeckt, wie man sie aus der Kindheit gewöhnt ist. Wenn wir beide jetzt das Rezept kriegen, dann könnten wir uns auch hinstellen. Wir würden nie diese Qualität bekommen. Und das ist das, was wir seit 2006 immer wieder weitergeführt haben. Ja. Die Bakterien, die wir dafür nutzen, um aus Gras wieder Gas zu produzieren, die sind natürlich sehr wählerisch. Und wenn wir den Bakterien jeden Tag immer bloß die gleiche Nahrung geben und nicht genügend Nährstoffe, dann wird natürlich der Prozess irgendwann zum Erliegen kommen. Und das ist der große Unterschied zu den herkömmlichen Biowasserstoffverfahren, wo über Zugabe von Strom, über die Elektrolyse und dann in der Brennstoffzelle die Energie abgegriffen wird. Wir sagen, unser Weg geht wie die Natur. Wir wollen nichts genetisch verändern und wir wollen noch Abfallstoffe nehmen. Und der Abfallstoff, gerade hier in Deutschland, ist das Gras, was die Städte und Kommunen jedes Jahr als Riesenbelastung haben. Riesenbelastung heißt, wir haben in Deutschland 19,6 Millionen Tonnen Gras, was jedes Jahr entsorgt werden muss. Das ist nicht das Gras, was die Kühe fressen, das ist nicht das Material, was man woanders einsetzen kann, sondern es ist einfach ein verlorener Stoff und wir nennen ihn Wertstoff. Wir gewinnen aus diesem Gras in einem speziellen Verfahren, und das ist wirklich hier im Haus entstanden und immer wieder weiterentwickelt worden, in einem Triple-Step-Aufschlussverfahren gewinnen wir auf der einen Seite, ich kann es vielleicht mal zeigen, und ich würde es trotzdem mal machen, dass du einfach mal sagst, was du jetzt... Sag mal einfach jetzt, was du jetzt gerochen was hast. Was ich gerochen habe. Sag's mir, was ich riechen sollte jetzt in dem Sinne. Also wenn du sagst, es riecht wie auf dem Bauernhof oder ja. Es riecht, es ist umgewandelte Essigsäure. Ja. Wir haben also im ersten Schritt, also das Essig wir haben also im ersten Schritt geschafft aus der Biomasse. Ich glaube, das ist hier hinter mir sehr schön zu sehen. Ja. Diese beiden Stoffe trennen wir voneinander. Und das ist auch mit das große Geheimnis. Wenn wir diese beiden Stoffe trennen, haben wir plötzlich zwei Verfahrensmöglichkeiten, wo wir sagen, auf der einen Seite, und du hast das ja schön mit diesem kleinen Ring gezeigt, werden wir hier draus Bio-Kunststoffe herstellen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit ist jetzt nicht nur der Grundstoff für den Biowasserstoff, sondern ist auch vor allen Dingen auch der Stoff, den ich speichern kann. Das ist eigentlich das Herausragende. Wir haben ja in der regenerativen Energie immer wieder die Schwierigkeit, es scheint die Sonne, es ist der Wind und wir haben Strom. Und wir haben Biomasse und können aus der Biomasse Strom gewinnen. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum oder auch gezielt diese Energie abzugreifen. Und deswegen gehen wir dahin und sagen, wir nutzen diese Flüssigkeit und können auf Knopfdruck innerhalb von wenigen Stunden unseren Biowasserstoff erzeugen und damit Energie erzeugen. Und das ist das, was wir als wirklich diese Neuheit in diesem Projekt mit umsetzen wollen. Also insbesondere Biomasse, in Klammern Gras, könnte auch was anderes sein, Klammer zu. Ja. Dann auseinandergespaltet in eine flüssige Geschichte und in ein festes Substrat. Ja. Und dann sind das Ausgangspunkte für weitere Dinge, für den Wasserstoff, für ein öliges Methan oder dergleichen mehr und so weiter. Ja. Da braucht man natürlich Partner. Wichtigster Partner ist, denke ich mal, das entsprechende Bundesministerium, die Bundesregierung. Ja. Ihr werdet gefördert, hat man ja schon verhindert. Wir werden sehr restriktiv unterstützt. Das heißt, die Projekte, die wir einreichen, brauchen teilweise bis zu einem Jahr, bis sie evaluiert sind. Ist so ein Projekt aber evaluiert, dann ist es wirklich nicht nur deutschlandweit, sondern international anerkannt. Wir suchen aber auch Partner, meinetwegen aus der freien Wirtschaft, die sich mit einbringen könnten.
Wir suchen jetzt die Partner. Nachdem wir diese 20,6 Millionen Euro investiert haben, über die Bundesregierung, über die Landesregierung und natürlich auch viele Eigenleistungen, die die Unternehmen und auch die Institute hier mit eingebracht haben, suchen wir jetzt Partner, die aus dem Pilotanlagenstatus, und du warst ja damals mit dabei, wo wir den Startschuss für unser Technikumswasserstoffanlage gegeben haben. Staatssekretär aus dem Staatssekretär war dabei gewesen. Ja, genau. BMZ war mit dabei gewesen. Ja. Und von diesem Punkt aus wollen wir eine vorindustrielle Anlage errichten. Ja. Diese Anlage soll in der Lage sein, im wirtschaftlichen Maßstab schon zu arbeiten und als Blaupause für weitere Anlagen zu dienen. Und hier gehen wir auch davon aus, wir haben die Möglichkeit, dezentral das zu machen. Ja. Wir müssen jetzt nicht ein Windrad aufstellen, wir müssen jetzt nicht eine riesen Photovoltaikanlage aufstellen, sondern wir können direkt in der Nähe von Salzgitter an dem großen Stahlwerk unsere Biowasserstofffabrik aufbauen, können die Abfallstoffe aus der Region verwenden und dem Werk direkt zur Verfügung zu stellen. Die Biowasserstofffabrik, die dann gemeint ist, ist somit ein Synonym für eine Pilotanlage, die man, an der man weiter auch noch, ich sag mal, Feineinstellungen vornimmt. Es ist das Tuning. Genau, jetzt das ist Feintuning. Jetzt ist der Bereich des Tuning, jetzt mit großen Massen zu arbeiten, also aus dem Bereich zwischen 5 bis 10 Kubikmeter wirklich in 100 und 500 Kubikmeter zu kommen und eine durchgängige wirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Richtig. Und dazu ist es natürlich auch gut, auch weitere Investoren einzuladen, die an die Sache glauben. Also ich darf mich mal outen, ich glaube an die Sache. Deswegen habe ich mich auch hier gefreut, dieses Interview zu führen. Und die sich auch mit eigenem Kapital, Venture Capital oder wie auch immer, mit einbringen, um da eine entsprechende Anlage zu bauen. Größenordnung ist da noch ein bisschen volatil, kann man noch gucken. Denn wir gucken uns nachher entsprechend der einzelnen Produkte auch die Prozessabschnitte oder die Prozesspunkte an, wie dieses, ich sag mal, wie der sogenannte Prozess, wollte jetzt nicht sagen Leberwurstprozess, aber es ist es letztlich. Ja, also diese. Ja, das sagst du sehr schön. Das ist eine Rezeptur. Ja, genau. Eine Rezeptur, wenn die für diese Region hergestellt ist, dann kann ich mit dieser Rezeptur über Jahre produzieren und würde natürlich in einer anderen Region, in einer Weinbauregion, in einer Region, wo ich eine Fischindustrie habe, ganz andere Materialien wieder zu diesem speziellen Substrat zusammenfügen und dann natürlich auch in der Lage sein, diese Abfallstoffe, und wir reden immer von Abfallstoffen. Wir werden also nicht die menschliche Ernährung oder auch das Tierfutter von den Feldern holen, sondern es ist Biomasse im Überfluss da. Wir reden von 20 Terawattstunden in Deutschland, die wir mit der Biomasse erzeugen können. Ja. Das bedeutet, das ist genauso viel, wie die Bundesregierung jetzt mit der nationalen Wasserstoffstrategie über die Elektrolyse erreichen will. Also ich glaube an dieses Konzept, darf ich mal auch so sagen. Und ich möchte eigentlich gern deutlich machen, diese Rezeptur ist eingebettet in ein, ich nenne es mal so, integriertes Nachhaltigkeitskonzept. Also da gibt es eine CO2-Minimierung, Neutralisierung, einen Kreislauf, wo alles eigentlich wieder verwendet wird. Und das ist, glaube ich, eine Ansage auch im 21. Jahrhundert. Insofern. Du hast es vielleicht gerade schön gesagt. Kann ich vielleicht mal deinen kleinen Ring noch mal haben? Den habe ich dir ja irgendwann mal geschenkt. Ja. 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 Es geht... wir wollen das auflösen. Es geht, Ende des Films. In der Dekarbonisierung, die wir jetzt ganz stark im Vordergrund haben, nicht darum, CO2 einzusparen, sondern wir wollen das CO2 aus der Luft rausnehmen. Und das CO2 steckt hier drin und das steckt für Jahre in diesem Produkt. Aber das Dankeschön, aber dann zum Schluss vielleicht noch. Das erzählen wir dann später. Dankeschön. Ja. Das ist, glaube ich, auch der gängige Weg, wer da zum Beispiel Professor Rademacher in Ulm auch mal auf seiner Homepage guckt. Er sagt, die eigentliche Bewegung in der Energiewende wird die sein, eine Neutralisierung hinsichtlich CO2 zu erreichen. Das ist notwendig. Also neutralisieren, einsparen. Wir ziehen raus. Ja, genau. Wir ziehen jedes Jahr raus und wir können jedes Jahr, und ich hatte die Zahl von den 19,6 Millionen Tonnen Gras der Gemeinden erzählt, bedeutet,
diese 19,6 Millionen müssen die Städte bezahlen. Die Summe beträgt 500 Millionen Euro, was die Städte jedes Jahr bezahlen müssen. Also wir haben noch eine Einsparung sogar im kommunalen Bereich. Ja, wir können die Städte und Gemeinden in den Abfallgebühren entlasten. Und können mit diesem Material, und man kann sagen, eine Tonne Abfall ist auch eine Tonne CO2, was in die Umwelt entweicht. Wir reden von ganz, ganz großen Zahlen. Deswegen diese Biowasserstofffabrik, möglichst hier in der Nähe in Jena, vielleicht aber auch woanders als Pilotlösung. Es ist der erste Standort, der hier in Jena sich einfach anbietet. Und weil auch die Randbedingungen sich da so gut fügen. Hier sind noch mal einige ausgekoppelte Produkte nach dieser sogenannten Essigflüssigkeit, wenn ich so sagen darf. Unter anderem dieses Village Biogas, wo man schon die nächsten Produkte sehen kann. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Blick auf diesen Truck, der das ganze Konzept noch ergänzt in dem Sinne. Nämlich auch Mobilität zu haben, über die Region zu fahren und die entsprechenden Biomassestoffe einzusammeln. So kann man es sagen. Ja. Also spannendes Thema. Und wir werden jetzt mal in die einzelnen Stationen gehen, um uns das im Detail, soweit es möglich ist, erläutern zu lassen. Vielen Dank, Olaf. Gern geschehen. Wir sind nunmehr im Technikum und ich freue mich, dass Laborleiter Herr Richel mit zugegen ist. Und das ist Start der Prozesskette. Hier steht Bio-Kutterer. Ja, die Hausfrau wird der Entsafter wahrscheinlich dazu sagen. Und Olaf Luschnigg wird uns jetzt kurz mal darlegen, was da beginnt. Es wird also auf der einen Seite versucht, diese Biomasse, und wir haben jetzt bewusst das Gras nicht im Vordergrund, sondern es gibt Gaststätten, es gibt die Lebensmittelindustrie, wo auch Millionen von Tonnen, wir reden wirklich immer von Millionen von Tonnen, die leider nur verrotten und keine Energie weiterbringen können. Das Verfahren, was uns hier, was wir eigentlich im Technikum entwickelt haben, heißt, wir nehmen die Flüssigkeit, die wir jetzt hier schreddern, abpressen, wieder für den Prozess. Das heißt, es wird keine neue Flüssigkeit zugeführt. Und das ist jetzt natürlich der große Vorteil, dass wir das grüne Öl erzeugen können. Wir wollen ja nicht mit viel Wasser und wenig Wirkstoff arbeiten, sondern haben eben die Möglichkeit, dann über diese Prozesskette ein gut abgepresstes Material in der Festform zu haben. Das können Bio-Kohle, das können andere Stoffe jetzt werden. Das werden wir natürlich in dem Fall als biologische Abfälle nicht zu Biokunststoffen umwandeln, sondern hier ist die Kompostierung im Vordergrund. Hier sind viele Verfahren im Vordergrund, die wir einsetzen können, um auch da wieder einen Wertstoff zu produzieren. Wenn wir jetzt davon ausgehen, diese Stoffe haben 80% Feuchtigkeit. Ja, es wird zurzeit Wasser transportiert. Schon mal diese Trennung in die Fest- und Flüssigphase bedeutet, dass wir bloß noch 20% des Abfalls in fester Form haben und haben die Flüssigkeit gleich als unseren hochwertigen Energieträger. Jetzt würde ich einfach mal sagen, lassen wir mal die Gurke fahren. Ich denke, das reicht schon. Und wenn wir jetzt umschalten, hätten wir dann den eigentlichen Prozess. Das ist jetzt ein Netz, was die festen Stoffe abfängt. Ja, wir haben es natürlich im Laborbetrieb noch einfache Techniken. Ja, Großindustriellen sieht das dann ganz anders aus. So, bitte umschalten. Also hier wird die Abscheidung sein von den festen. Ja. So, und dieser Prozess führt dann wieder in den Kreislauf und wird dann ständig im Kreislauf gefahren. Okay, gut. So, und das ist jetzt der abgetrennte Stoff,
den wir jetzt in unserer Wertschöpfungskette weiter bearbeiten können. Hier können die Wertstoffpellets draus gemacht werden. Hier können jetzt Biokohle oder andere Stoffe draus entstehen. Das sehen wir dann in den anderen Teilen dann. Genau. Ja? Wunderbar. Danke. Gut. Also gehen wir weiter. An dieser Zwischenstation soll jetzt nochmal illustriert werden, wo kommen wir her, wo sind wir, wo wollen wir hin? Und das wird wieder Olaf Luschnigg machen. Ja, was wir eben gerade an der Station gesehen haben, wo wir die abgepresste Biomasse hatten, sind wir jetzt hier schon in die Phase, wo das Material aus der Vorbereitung in die Abpressphase, in die Trocknung schon gegangen ist. Hier, wie gesagt, unser grünes Öl. Und jetzt steht eigentlich die Aufgabe, und das ist immer wieder auf den speziellen Anwendungsfall unterschiedlich, habe ich jetzt reine Apfelreste. Dann kann ich natürlich andere Produkte herstellen, als wenn ich ein wild gemischtes Biomasse-Konglomerat habe. Dann wird aus sehr vielfältigen Materialien zum Beispiel auch Biokohle hergestellt. Biokohle ist jetzt ganz normal, wie was du auf dem Holzkohlegrill auch tun kannst. Wir haben dann hier auch Material, um Böden aufzuwerten in seiner Düngerqualität. Und hier sind so ein paar Experimente, die wir jetzt schon gemacht haben, wo wir gesagt haben, es gibt auf der einen Seite diese nach wie vor noch sehr hässlichen Kunststoffteile. Und wir haben jetzt eine Mischung entwickelt, dass also eine Pflanze mit diesen Abfällen, hier ganz normal wird der Samen reingetan, und dann kann diese Tomatenpflanze, Salatpflanze diese Energie noch aus diesem abgepressen und danach hat sie sich wirklich aufgelöst. Es bleiben keine Abfälle in dem Fall mehr übrig. Und dir möchte ich vielleicht als kleines Geschenk einen grünen Goldbarren überreichen. Der grüne Goldbarren hat für uns eine symbolische Bedeutung. Er entspricht 1 Kilogramm CO2, was du jetzt aus der Umwelt rausziehst. Und dieses 1 Kilogramm ist bitte 80 Jahre im Keller gelagert, heißt für dich, dass du ein Umweltschützer bist. Also ich werde das auf meinen Schreibtisch stellen und immer da an diesen Moment hier denken und als Inspiration nehmen. Ich hätte eine Frage an dieser Stelle nochmal. Das ist die abgepresste Biomasse, da gibt es noch eine Restfeuchte, also es gibt einen Trocknungsprozess. Die Feuchte wird noch heraus? Wir trocknen unterschiedlich. Wir können, wenn leichte Feuchtigkeit drin ist, brauchen wir die leichte Feuchtigkeit, um die Pellets herzustellen. Das wollte ich. Und die Abwärme ist jetzt immer von Prozess zu Prozess verschieden. Also ein in sich gekoppelter Prozess, wo man damit auch Effizienzen steigern kann, Skalierungswerte auch nach oben schieben kann zum Beispiel. Also manchmal trocknen wir, manchmal nehmen wir auch leicht feuchte Pellets und trocknen gleich an der Verbrennungsanlage. Und damit können wir auch den Wirkungsgrad weiter erhöhen. Ja. Auch. Das nur noch mal unterstreichen. Ja? So, gut. Gehen wir zum nächsten Schritt. Ja, ich habe immer noch meine abgepresste Biomasse Gras hier in der Hand. Und hier sehen wir nun diese zweite Phase und hier eine unserer Technikumsanlagen, die läuft zurzeit mit 400 Litern, produziert uns, wie man hier oben sehen kann, sehr schön den Wasserstoff. Das System ist komplett automatisiert. Wir nennen das eigentlich immer Blutkonserven, werden alle 5 Tage gewechselt. Ansonsten holt sich immer je nach Bedarf die Anlage ihre Energie und läuft vom Prinzip die ganze Zeit stabil. Und dann haben wir hier noch das System Village Gas, Biogas in dem Sinn. Gas, wie gesagt, es ist so, man kann immer das Gas switchen. Wir nennen das auch Multigasanlage. Je nachdem, was benötigt wird, können wir mit anderen Bakterien, mit anderen Prozessen mehr Methan oder mehr Wasserstoff produzieren. Und ich denke, das wird auch in der nächsten Zeit noch die Übergangslösung sein, dass also das Methan, das Methanauto und auch die normalen Methanprozesse noch im Vordergrund stehen. Aber man kann jederzeit den Prozess dann umstellen und dann Stück für Stück in den Wasserstoff gehen. Ihr könnt euch flexibel anpassen eigentlich. Wir flexibel an den Markt oder an den Gegebenheiten anpassen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal auch da drin. Die Wasserstoffausbeute, wie können wir die jetzt pro Zeiteinheit sehen hier? Wir kriegen aus einer Tonne Zucker
900 Kubikmeter Wasserstoff. Und wir das haben ist gesagt, die Zahl. Das ist, ja, genau, ja? Das ist 5 Tage, sind die, wird das gewechselt. Und wie sieht es hier oben aus? Wir haben jetzt in dieser Flüssigkeit eine Aufkonzentrierung, sodass wir pro Liter ungefähr 1,3 Kubikmeter Wasserstoff produzieren können. Aha, gut. Okay, damit ja, kann man das sich wäre das jetzt, wäre jetzt das kann man sich Verhältnis. Ja, normalerweise eine Tonne Zucker sind 900 Kubikmeter, beziehungsweise wenn ich jetzt Gras als Abfall habe, ist im Gras noch 250 Kilogramm drin. So kann man sich Stück für Stück an die Werte heranarbeiten. Also das Spannende ist, wir haben hier eine in sich eigentlich durchdachte Anlage. Wir wissen, wie wir eine Skalierung drin haben und wir wissen, wie wir flexibel am Markt reagieren können, je nachdem landwirtschaftlich oder wie auch betrieben wird. Und das soll jetzt Kernstück unserer Biowasserstofffabrik werden. Das einfach bloß in 3-4 Stufen größer. Genau, das ist das Thema jetzt. Große Pilotanlage, weiteres Feintuning und dann eigentlich in einer größeren Auflage zu bauen. Tolle Sache. Nicht unbedingt die letzte, weil eine parallele Station ist natürlich auch damit verbunden oder mit der Frage verbunden, was machen wir eigentlich mit den Feststoffen? Also zum letzten Mal unsere abgepresste Biomasse. Wenn wir jetzt aus verschiedenen Stoffen, und das haben wir experimentell herausgefunden, optimale Graspellets, Biomassepellets oder auch Abfallpellets erzeugen wollen, brauchen wir nicht nur die Trockenfraktion, sondern, und das ist auch das Schöne, die Feuchtigkeit, die jetzt hier noch drin steckt, können wir gleich für den nächsten Prozess mit nutzen, um wirklich eine optimale Qualität in der Pelletproduktion zu haben. Ich würde dir jetzt mal hier mit dazugeben und unser Axel führt das jetzt mal vor. Das ist die Basis dann auch für unterschiedliche Verwendungen. Da werden wir nachher noch mal kurz drüber reden auch. Jetzt sind wir quasi am Schluss unseres SIO-Interviews, wenn ich das so sagen kann, lieber Olaf. Und ich freue mich auch, dass das Forschungsteam des SIO Ihnen als Wasserforschungsteam, das Bio-Wasserforschungsteam, mit dabei ist, weil man damals sieht, es ist einfach eine Teamleistung, was wir heute auch besprochen haben und miteinander erörtert haben. Ich hatte zu Beginn des Films ja angedeutet, dass wir hier quasi aus Biomasse, aus Gras ein Produkt haben. Was es damit auf sich hat, vielleicht fand ich das. Kann ich Frau Dr. Eichmann bitten oder da einen Satz dazu zu sagen? Ja, also hier geht es grundsätzlich darum, dass wir eben neue Werkstoffe herstellen, eben aus Grasschnitt, aus dem prozessierten Grasschnitt. Letztendlich, wir haben ja die Fasern, die am Ende des Prozesses eben sozusagen stofflich genutzt werden. Und hieraus entwickeln wir Verbundwerkstoffe, die biologisch abbaubar sind. Das heißt, keine erdölbasierten Kunststoffe mehr verwendet werden, sondern biologisch abbaubare. Und die werden mit Grasfasern sozusagen verarbeitet, sodass ein völlig neuer biologisch abbaubarer Werkstoff entsteht. Das ist sozusagen der Kern. Genau. Und da könnte man zum Beispiel auch Büromöbel herstellen und dergleichen andere Sachen. Ja, das wäre. Also wir wollen nicht nur Produkte herstellen, die schnell wieder zerstört werden, sondern wenn wir uns diese Tischplatte zum Beispiel nehmen. Das ist auch Gras. Das ist genauso Gras. Und diese Stoffe heißt, was wir vorher als Kunststoffprodukt haben, das ist sicher aus einer Waschmaschine direkt, als hat uns eine Firma mitgegeben, den haben wir gesagt, nimm mal bitte unser Material. Und dann haben die unser Material genommen und haben genau das Gleiche nachgebildet. Du kannst es vielleicht mal anfassen. Du siehst schon, es ist nicht bloß, es fühlt sich nicht bloß gesünder an, es ist auch leichter. Wir haben mit diesem Stoff genau die gleichen Eigenschaften erzielen können. Und wie gesagt, was Herr Bürger schon gesagt hat, es geht in den Kreislauf wieder zurück. Es wird wieder zu Energie, die wir wieder weiter nutzen können. Und natürlich wollen wir versuchen, dass es so lange wie möglich in diesem Zustand bleibt, ehe es jetzt wieder sein zweites Leben kriegt. Was du auch schon gesagt hast, wir haben Klebstoffe, die jetzt auch auf Basis von biologischen Zellulosen sind. Da kann ich jetzt nicht so genau sagen, was das für ein Material ist. Ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen gesperrt. Es gibt also jetzt ein abschließendes Forschungsprojekt dazu, wo wir die Eigenschaften, Alterungsbeständigkeit,
die Eigenschaft der Formstabilität bei unterschiedlichen Temperaturen, die Allergie beständig, also dass es antiallergen ist. Diese ganzen Sachen werden jetzt immer speziell für den Anwendungsfall erforscht, sodass also die Industrie Stück für Stück bei uns auf Produkte zugreifen kann, die neben dem Wasserstoff uns helfen, unsere Umwelt ein klein bisschen sauberer zu machen. Das ist das Stichwort. Wir haben hier eine Unternehmensgruppe, wir haben Menschen kennengelernt, die einem Leitbild folgen, Nachhaltigkeit zu wirtschaften, umweltgerecht zu wirtschaften, die eine Unternehmenskultur dazu auch pflegen und die einen Geschäftsführer haben, der ja, unablässig inspirierend wirkt, darf ich mal da so sagen. Also Erfinder ist wohl eins der Auszeichnungen oder der Worte, die man ihm da so auch widmen kann. Wenn man so einen Erfinder als Geschäftsführer hat, wie wirkt das? Und da gucke ich mal an zur Leiterin der Forschungsgruppe, Frau Dr. Heibkamp. Wirkt das inspirierend? Wie kann man sowas eigentlich schildern? Er wird ja zitiert ein bisschen auch mit dem Amazon-Chef, dass man sich nicht nur einfach nur abhängen kann oder sollte oder will, sondern dass man eigentlich, wenn man sich mit anderen Menschen beschäftigt, dann, dass man eigentlich mit solchen die erfindet. Also man sich gegenseitig inspirieren will. Ist das auch ein Inspirieren in der Mannschaft, in dem Team so miteinander? Ja, inspirierend und vor allem motivierend, weil wir ja auch ausprobieren können und dürfen, nicht immer straight nach Plan X gehen können. Man darf halt nur nicht immer das Ziel vor Augen führen, aber wir verlieren, aber wir haben halt die Möglichkeit, auch außenrum mal zu gucken, über den Tellerrand hinaus. Und das motiviert dann halt eher, dass man halt wirklich ein bisschen mehr machen kann, als immer nur. Das ist ein gutes Stichwort. Also im Grunde genommen, man kann selber auch eigenes einbringen. Also Agilität heutzutage, Neudeutsch. Man kann agil sein und man kann auch, wie es so schön heißt, Trial and Error. Ja, also ich kann auch mal was falsch machen. Und unter Agilitätsgesichtspunkten wird man nicht in die Wüste geschickt, sondern man wird aufgebaut, dass man weitermacht miteinander, dass man Freude daran hat. Sie lächeln, das teilen Sie so alles. Ja, also in der Tat, also Sie haben auch eigene Ideen, die Sie mit einbringen und die Sie auch diese vorangeführt werden. Also man findet den Geschäftsführer nicht in dem Sinne nervend, oh, jetzt kommt doch schon wieder mit einer neuen Idee und dergleichen mehr. Im Gegenteil, wenn man die Bilanz heute aus der Diskussion, aus dem Gespräch nimmt und aus den einzelnen Stationen, Sie waren ja in den verschiedenen Stationen mit dabei und zugegen, ist sie ja zutiefst positiv. Und hier kann man es ja auch lesen, gefördert durch das entsprechende Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das war, tolles Lob. Ich darf Ihnen noch mal recht herzlich danken, weiterhin viel Erfolg wünschen und möglichst rasch und schnell die Bio-Wasserstofffabrik, wo man da sich mit einbringen kann. Es lohnt sich. Wir können nur alle auffordern, die da auch Lust haben und ein bisschen Geld haben, sollen mitmachen. Recht herzlichen Dank. Musik